Hey, grüß euch zu einer neuen Folge von Let's Barbecue and Grill. Heute gibt's einen Klassiker, heute gibt's Reisfleisch. Wie es ausschaut, wie ich es gemacht habe und wie es schmeckt, kleiner Intro. Also, bleibt's dran! So, da kommen wir zu den Zutaten. Da habe ich 1 Liter Gemüsefond. Da ist eine Paprika, ein roter und ein paar getrocknete Tomaten. Da hinten habe ich einen Schweinenacken in so Würfel geschnitten. Das sind 1,3 Kilo. Da habe ich ein halbes Kilo Zwiebel. Den braucht man auch nicht recht fein schneiden. 3 Knoblauchzehen, die werden heute gepresst. 400 Gramm Reis. Ich habe dann Jasminreis, mir schmeckt der recht. Dann habe ich da ein Salz. Dann natürlich Paprika. Pfeffer. Schweineschmalz, dann braucht man einen Dutch Ofen und eine Pfanne und das war's, dann legen wir los. Ich mache das heute am Gasgrill, weil seien wir uns ehrlich, im Dutch Ofen ist es egal, wo die Hitze herkommt und am Gasgrill kann ich es besser einstellen. Der Topf ist jetzt schon ein wenig warm, da kommt jetzt ein bisschen Schweineschmalz rein, eine ordentliche Portion. Das lasse ich mir jetzt gehen und dann wird der Zwiebel da drinnen anbraten, aber langsam. So, das Fett ist zerlaufen, da kommt jetzt der Zwiebel rein und da möchte ich jetzt den Zwiebel weich dünsten. Ich glaube, das dauert so eine halbe Stunde, aber den lasse ich jetzt einmal so dahin köcheln. So, während der Zwiebel da so dahin köchelt, den will ich nur weich dünsten. Währenddessen dann in der Pfanne nebenan das Fleisch anbraten. Da kommt natürlich auch wieder ein bisschen Schweineschmalz rein, wenn man es rein will. So, da geben wir jetzt noch das Fleisch dazu. Bin jetzt mit meinem Fleisch auf die Sichel schon übergegangen, weil im Griller das dauert zu lang. Und jetzt kommt der Paprika. Ordentliche Ladung drüber. Den lassen wir mit anrösten. Aber nur kurz, dann tun wir es gleich runter. So, das ist genügt, damit er nicht bitter wird. Und dann kommt das jetzt runter. So, da habe ich jetzt ein bisschen Brühe rein da. Und da lasse ich es ein wenig warm stehen, während der Zwiebel nur dünstet. Alleine schon der Zwiebel, der riecht gut. Jetzt schauen wir da mal rein. Das möchte ich, dass der Zwiebel da drin schön braun wird, ohne dass er anbrennt. Der tut jetzt einfach im Fett auserbrochen. Den lasse ich noch, mindestens noch 10 Minuten. So, schaut euch das einmal an. So muss das ausschauen. Da kommt jetzt auch noch ein bisschen Paprikapulver. Thank you.
dann kommt mein Fleisch. Paprika und die getrockneten Tomaten. Da wird der Knoblauch gepresst. Dann kommt noch eine Prise, das ist schwarzes Gold. Nehmt einen Pfeffer, der euch schmeckt. Nicht zu viel, muss genügen. Dann rühre ich dann auch kurz runter. Aufgießen tun wir noch nicht. Das deckelt jetzt zu und lasst einmal eine halbe Stunde nur so schmoren. So, eine halbe Stunde dünsten ist vorbei. Jetzt hat sich alles ordentlich verbunden. Die ganzen Geschmäcker sind am Fleisch. Und jetzt tun wir aufgießen. Das riecht jetzt schon herrlich. Jetzt tun wir es ein wenig aufgießen. Schaut euch das noch. Ungefähr ein Dreiviertel Liter habe ich jetzt gebraucht. Und jetzt wird das Ganze nur mehr weich gedünstet. Da drehe ich den Grill ein wenig zurück. Deckel drauf. Ungefähr eine Stunde lasse ich es dünsten und den Reis mache ich diesmal drinnen und dann mischt man dazu. So, jetzt haben wir es geschafft. Eine Stunde ist um. Haben wir kurz beiseite. Den Gemüsefond, ein Viertel Liter ist übergeblieben, also ein Dreiviertel Liter habe ich gebraucht. Mein Reis ist auch fertig. Und da kommt jetzt so viel Reis rein, wie ihr wollt. Also man stellt sich jetzt dort die Konsistenz ein wenig ein. Der Reis saugt dann auch noch auf. So, jetzt höre ich mich auf, weil der Reis wird auch noch ein wenig Wasser ziehen. Und das mischen wir da hinunter. Und das lasse ich noch ein bisschen. 10 Minuten, mehr braucht es nicht. Und den Grill drehen wir zurück, Deckel zu. So, da. Das ist auch ein Vorteil von dem Tisch. Der ist aus Edelstahl. Kann ich draufstellen. Und jetzt schauen wir da mal rein. So schaut es jetzt aus. Schaut es einmal. Ich liebe das, wenn es so schlotzig ist. Da könnt ihr euch selbst mit dem Reis einstellen, wie ihr es haben wollt. Ich mag das so. Und da kosten wir jetzt. Auf euch. Das Fleisch ist weich. Der Zwiebel ist ein Wahnsinn. Das müsst ihr mal probieren. Heiß ist es auch.
Das Ganze ist ein wenig cremig. Ich kann es nicht beschreiben, aber ihr müsst das probieren, den Zwiebel schön langsam da dahin braten. Das macht so einen guten Geschmack. Ich sage danke fürs Zuschauen. Probiert es einmal aus. Ist wirklich einfach. Es hat kompliziert ausgeschaut, aber es geht einfach. Probiert es aus. Vielleicht gibt es einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Oder abonniert meinen Kanal da oder dort. Ich darf mich recht freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Heinz von Let's Barbecue & Grill. Und tschüss. Ich mag den Reis.